Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur zweiten Folge von Layers of Fear 2. Ich bin wieder hier, oder immer noch hier, auf dem Schiff. Ich komme ja so schnell, glaube ich, nicht mehr runter. Tschüss, die im Stream, die gerade gehen. Wie gesagt, wir machen das Ganze hier auch als Stream. Heißt, wenn du die Folge 3 von morgen schon heute sehen willst, musst du nicht unbedingt eine Zeitreisemaschine haben. Du kannst einfach auch auf Twitch gehen und den ganzen Stream ergeben. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Alles klärchen. Ich habe ein bisschen Angst. Weil irgendwann müssten da auch mal andere Sachen passieren, die vielleicht nicht so nett sind. Bin mir nicht genau sicher. Aber hier... Aber hier lebt auch nicht mehr irgendwie irgendeiner, oder? Es ist ein bisschen blöd, ne? Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Ja, super, ne? Also das ist echt echt ganz schöne Begebenheiten hier, in denen wir uns hier zurechtfinden. Ratten. Immer diese Mistviecher. Hat eine Gabel umgeworfen. Oh Gott. Warum ist das Licht denn... Ah, da hing wahrscheinlich irgendwas anderes früher mal. So ein Ausstellungsstück wahrscheinlich oder so. Auf der Icarus. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was hier noch vor... Warum immer weiter runter? Können wir nicht nach oben wieder gehen? Es war eben so schön draußen am Deck, ne? Können wir einen Hammer mitnehmen? Wir können nichts davon mitnehmen. Das haben wir mal zu hier, ne? Oh, nice. Boah, es leckt hier aber ganz schön. Boah, hier leckt es aber richtig hart gerade. Oh, nö. Muss hier unbedingt... Ah, wir können. Hallo, ich bin Fußballfan und ich möchte hier raus. Okay, können wir hier irgendwie irgendwas machen? Können wir echten Morsecode vielleicht irgendwie benutzen oder so? Boah, ich muss das nehmen aus dem Raum raus, der leckt einfach so hart. Komme ich hier irgendwie rein? Nee. Immer noch nicht. Aber es ist schon wieder anders hier, oder? Es sind immer andere Räume. Oh ja. Das ist ein ganz, ganz komischer Raum. Finde ich irgendwie. Heieieiei. Okay. Hehe, hallo. Wer ist denn da? Hallo? Das war nur der Wind, Leute. Das ist nur der Wind hier auf dem Schiff in den untersten Bereichen hier. Da ist auch natürlich Wind überall. Natürlich ist alles ein bisschen, irgendwo ist bestimmt ein Loch und ein Luftzug so. Das ist nur der Wind gewesen. Das war jetzt kein Geist oder sonst irgendwas so, nee, nee, es kann ja nicht sein. Muss ja hier alles mit rechten Dingen zugehen. Ah, was Neues zum Lesen. Okay. Eine unerreichte Meisterleistung. Gute Schauspielerei kann ein unheimliches Geschäft sein. Es braucht viel Mut, um das Bewusstsein über das eigene Selbst zu verlieren und eine Figur nicht nur nachzuspielen, sondern sich wirklich in sie zu verwandeln. Nur wenige bringen so viel Mut auf. Kann es vielleicht sein, dass wir auch so jemand sind, der sich einfach verloren hat in irgendeiner Rolle? Vielleicht als Mörder, als Serienmörder oder
oder sonst irgendwas oder so irgendwie, weiß ich nicht genau. Und dennoch geschieht es ab und zu. Das kann ich nach meinem Besuch des Königlichen Theaters gestern Abend persönlich bezeugen. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich wirft und bin alles andere als leicht zufriedenzustellen. Ist das ein Rechtschreibfehler? Oder bin ich einfach zu doof, was richtig zu lesen? Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich wirft. Ich glaube, es ist ein Rechtschreibfehler. Und dennoch muss ich zugeben, dass mich die Hauptfigur dieses Werks sprachlos gemacht hat. Die schauspielerische Leistung von, und ist euch der Name, war vollkommen unerschrocken und geradezu überweltlich. Es war, als ob sich die Person auf der Bühne vor meinen Augen auflöste und einen neuen Charakter ins Leben rief. Altdeutsch soll das sein? Ich glaube nicht, dass es Altdeutsch ist. Oder es ist, glaube ich, irgendwie einfach nur, ja. Layers of Fear, schreibt jemand. Das Game hat mich etwas aggressiv gemacht. Ich bin gerade noch unaggressiv. Mal kurz wieder Klo. Boah, das dauert immer so Ewigkeiten, ne? Waren wir hier nicht schon mal eben drin? Oder? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aha, da ist Made in USA. Made in the USA. Da ist eine Dingens. Okay, haben wir dazu. Ist hier noch irgendwas anderes Tolles? Nee, ne? Nein. Da können wir rein. Können wir... Kam ich von da? Ich kam doch von... Okay. Okay, das ist hier einfach weg. Warum nicht? Da war, glaube ich, eben... Das war das Zimmer, wo... die Tür aufging, ne? Und Flaschen einfach so herumfallen. Aber wir sind auf einem Schiff. Das kann passieren, dass die Flaschen hier auf dem Boden einfach mal hin und her wackeln. Das ist vollkommen normal, Leute. Immer noch kein Geist approved oder so. Oh, da hat aber jemand Durst gehabt. Aber das war's auch schon. Aber auch hier schönes, ne? Hier, Layers of 4.1. Die Staffelei mit der Leinwand, wo dieses Ding gemalt worden ist. Das ist hier zu. Hier ist nix. Da ist auch nix. Und da gibt's zwei, ich will nicht. Es ist aber auch von der Geräuschkulisse nicht viel los hier, ne? Sehr leise das Spiel. Hier meine Fußspuren hört man. Da, ein Zettel. Ich mag lesen hier bei dem Spiel sehr, sehr gerne. Freut mich immer. Sehr geehrter Gast. Ah, nee, warte mal. Ja, okay. Sehr geehrter Gast, tut mir leid, dass ich so direkt bin, aber als ich erfahren habe, dass wir auf demselben Schiff reisen, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen. Ich bewundere Ihr Talent. Ihre Auftritte erfüllen mich wie keine anderen. Es wäre stark untertrieben zu behaupten, Sie wären mein Lieblingsfilmstar. Ich wünschte, wir könnten uns persönlich treffen, wenn Sie jedoch nur dieses schlichte Stück Papier mit Ihrer Unterschrift segnen könnten, dann würde ich dies sehr schätzen. In jedem Fall bleibe ich auf ewig Ihre größte Bewundererin. Sehr geehrter Gast, warum? Es macht keinen Sinn. Warum sollte unsere größte Bewundererin, uns anschreiben mit sehr geehrter Gast? Und warum nicht mit, oh mein Gott, Herr irgendwas, Stallone oder so? Ich bin Ihr größter Fan. Das ist doch
verrückt. Genauso wie der Wolkenjung, der auf Twitch gerade ordentlich was dagelassen hat. Vielen lieben Dank. Ich, nach der Folge hier, wir machen das hier live auf YouTube. Also nicht live auf YouTube, sondern ne? Ich bedanke mich gleich. Traveler stand da auf Englisch. Da stand Dear Traveler drauf im Englischen. Dear Fellow Traveler. Gastreisender vielleicht. Ja, kann man vielleicht anders übersetzen, aber gibt, glaube ich, dann auch nicht viel mehr Sinn, meiner Meinung nach. Hallo? Oh, Geräusche endlich mal. Ich will jetzt nicht zu anspruchsvoll sein, aber eigentlich ist es ja gut, wenn man nichts hört in Horrorspielen, aber irgendwie höre ich zu wenig. Kann ich bitte wieder weniger hören? Was haben wir denn hier Schönes? Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Also ich bin jetzt kein Schauspieler oder so. Bin ich so gut wie Neymar, tut mir leid. Aber ich frag mich halt, ist das wirklich so, dass... Ist das vielleicht echt so, wenn Leute sich auf eine Rolle vorbereiten oder so? Kann es wirklich sein, dass die Leute sich so ein bisschen dann verändern durch ihre Rolle? So aus dem echten Leben würde ich gerne mal Stars fragen und wissen, ja. Die Tür. Hä, hier war ich doch gerade erst drin. Oh nee. Ich hasse das Spiel für diese Aktion, ne? Ja, willst du wieder umfallen vielleicht? Oh. I think it's all an act. Oh. Das ist ja blöd. Alles klar. Stell mal weiter in den nächsten Raum. Na? Wieder was zu lesen? Ja. Von Icarus Transatlantik Sicherheitsbüro. An alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von dem Hollywood-Film gehört, der an Bord unseres Schiffes gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Alles klar, okay. Dann, ja. Ja, richtig schlecht besetzt mit den falschen Leuten, da gebe ich dir sogar teilweise recht. Ja, mag ja sein, dass es immer einen Weg gibt, aber irgendwie würde ich ganz gerne echt den Weg hier raus. Oh, da war was. Da war gerade eine Statue oder ein Schatten einfach. An was soll ich mich denn erinnern? Oh, ich sehe gar nichts mehr jetzt. Oh, ich sehe echt gar nichts mehr. Before the world told you who you should be, do you remember who you were? Ja. Come. I will make you remember. Okay.
Wer war ich denn und wer bin ich und was soll ich überhaupt hier? Oh, nicht schon wieder der Raum. Leute, warum denn schon wieder der Raum hier? Ist hier wieder irgendwas zu lesen? Ist das der von... Okay. So viele haben es versucht, Teil meines größten Werks zu sein, als ob es je eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen. Okay. Achso. Um was für einen Film geht es hier? Irgendwie einen bekannten Film oder einen Film über irgendeine Person, die vielleicht mal gelebt hat und sich jetzt dann quasi ähnlich so verhält? I believe in you. Mama? Warst du das? Das sagt meine Mama auch immer zu mir. Okay, das ist noch ein Brief, glaube ich, zu lesen. Und das sind meine Zeichnungen. Genau so zeichne ich auch, Leute, übrigens. Eine Sonne mit Meer. Ist da ein Schloss? Ja. Ja gut, jetzt könnte man natürlich groß irgendwie überlegen. Hallo? Wie kann ich hier? Wie kann ich? Hä? Wie habe ich den gerade eben bewegt? Ach so, lol. Okay, wir wissen den Code nicht, so. 17 Minuten, ja. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison, before we rot. Das war eine Kinderstimme, ne? Und meistens haben solche Sachen irgendwie Teddybären auf. Warum denke ich das? Keine Ahnung. Und wo ist das Ding hin? Gut. Ja, das ist echt meine Zeichnung, so. So, aber hier war nichts drin oder so, ne? Ne. Ups, okay. Okay. Ah, da ist noch ein Brief zu lesen. Ah, ne, es war das Ding, blöd von mir. Aber hier kommen wir gerade nicht weiter, erstmal. Müssten wir wieder zurück oder können wir vielleicht das da gleich lösen? Das ist natürlich die große Frage, die wir uns alle hier stellen. Ist hier vielleicht ein Code drauf oder so? Ne, ne? Nee, ich dachte gar, vielleicht wäre hier irgendwie ein Code, den wir hätten nehmen können. Wir laufen mal, oder hier war hier ein Code drauf, auch nicht, ne? Kann man das umdrehen? Nee, das kann ich nicht umdrehen. Okay. Ja, okay, gehen wir mal zurück. Vielleicht kommen wir hier weiter, sonst müssen wir irgendwie vielleicht den Code einsetzen. Okay, hat sich erledigt hier, das Ganze. Wir müssen also hier rein und müssen den Code finden. Ist hier vielleicht noch irgendwas drauf? Nee, ne? Hm, kann man den Code vielleicht irgendwie ableiten von irgendwas? Eine Sonne, ein Schiff und drei Personen. 113. Ah, hier war ja auch nichts drauf. Kommen wir schon zum ersten Rätsel und ich verkacke natürlich schon im großen Stile. Ja, ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal einfach 113, weil... Einfach so. Hätte ja sein können. Ist hier hinter vielleicht irgendwo was? Ich weiß es nicht. Aber wir schauen uns das, würde ich mal sagen, in der nächsten Episode an, Leute. YouTube-Menschen müssen jetzt Abschied nehmen und... ja, wir machen beim nächsten Mal hier weiter.
Und dann finden wir bestimmt den Code, der irgendwo versteckt ist. Ich weiß aber noch nicht genau wo. In der nächsten Folge werde ich es bestimmt herausfinden. Bis dann, macht's gut da rein. Auf Wiedersehen. Tschüss.